obwohl er hin und wieder lustig zu sein scheint. Ja, aber weil wir halt irgendwie von wichtigen und von wichtigen Eingängen und von sonstigem unterscheiden müssen, weil die Aufmerksamkeitsökonomie da enorm wichtig ist, waren wir natürlich heilfroh, dass Achim uns das ganz prima in Tickets verteilt hat und vorsortiert hat, damit wir uns konzentriert auf das befassen, mit dem befassen konnten, was vorrangig wichtig war. So, die Eingangskanäle. Ja gut, und dann gehörte zu meinen Haupttätigkeiten, die ich mir so halb ausgesucht hatte, aber dann viel mehr ausfüllen musste, als ich wollte, das Lösen von kleinen und großen Problemen. Ich habe mich zwischendurch mal als die Freiwillige Feuerwehr des Landesverbands bezeichnet und es war auch so, dass Sachen sehr, sehr schief gegangen sind, wie zum Beispiel die Einladung zur letzten Landesmitgliederversammlung. Da gab es einen Riesenkrach. Ihr werdet euch erinnern, ich mag es jetzt nicht nochmal aufrollen, aber da gehört es zu meinen Aufgaben, die ich mir gemacht habe, die ich aber auch für wichtig hielt, die Problemursachen genau zu identifizieren, alle beteiligten Leute an den Tisch zu holen und aus diesen Fehlern zu lernen, darüber ein Protokoll anzufertigen. Das haben wir gemeinsam vollbracht, das habe ich angestoßen, das gehört zu diesen Problemlösungsstrategien. Was zu den kleinen Problemen gehörte, ich nenne es jetzt mal klein, weil es unheimlich viele davon gab. Wenn ich irgendwo im Kreise unserer Mitgliedschaft eine ernste Unzufriedenheit bemerkt habe und jeder hat schon meinen Tweet gesehen, so Piraten sind doof und morgen trete ich aus. Normalerweise klingelt dann euer Handy und ich bin dran. Das war bis Dezember, konnte ich das recht gut aufrechterhalten. Seit Januar fällt es mir ein bisschen schwer, mit den Anrufen hinterherzukommen. Aber ich denke, das gehört auch zu den Problemlösungsdingen, die ich mir vorgenommen hatte und die ich die nicht immer Spaß machen, aber die doch hoffentlich fast immer zu produktiven Ergebnissen führen. Das ist im Wesentlichen mein Bericht. Ich schlage vor, dass wir den Fragenteil einfach am Ende nach den Gesamtberichten machen. Ach so, Entschuldigung, einen Punkt habe ich gerade schon zugeklappt. Wir hatten noch eins, habe ich mir dann doch noch zum größeren Thema gemacht, und zwar die Öffentlichkeitsarbeit hat in der ersten Hälfte der Amtsperiode nicht wirklich sehr koordiniert stattgefunden. Das haben wir auch als Problem identifiziert. Das war ungefähr im Oktober in Osnabrück. Da wurde das nochmal genau vorgestellt. So und so sollten wir das jetzt handhaben. Und dann habe ich das auch in Angriff genommen. Das ist ein Projekt, das noch lange nicht fertig ist und auch die ersten Ziele noch nicht mal komplett erreicht hat, aber wenigstens ans Rennen gekommen ist. Das ist im Wesentlichen, das sind die Dinge, die ich jeden Tag nach Feierabend und jedes Wochenende für die Piraten tue. Ich lasse die Reihenfolge mal frei. Ich denke, jeder kann was sagen und am Ende wäre die Fragerunde, denke ich, eröffnet. Ich glaube, die kommt in der Theorie. Natürlich darf jeder, nicht jeder was sagen, da korrigiere ich ihn mal. Ne? Jeder aus dem Vorstand darf jetzt erstmal was sagen. Und natürlich korrigiere ich ihn auch dabei, dass natürlich durch eure angenommene TO, wie ihr ja alle wisst, und der Fragenbereich automatisch nach den Vorstellungen der Vorstandsmitglieder kommt. Vielen Dank fürs Mitbringen und Jan? Ja, hallo. Ich habe gar dem nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Das eine wesentliche Ding ist, ich war einer derjenigen, der für die Öffentlichkeitsarbeit sich zuständig gezeichnet hat, zusammen mit zwei anderen im Vorstand. Und an dieser Stelle kann ich klipp und klar sagen, ich bin weder meinen Ansprüchen noch wahrscheinlich euren auch nur ansatzweise gerecht geworden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Weil ich zugeben muss, dass ich erstens die Komplexität und zweitens die Menge an Dingen, die dort zu geschehen haben, unterschätzt habe. Und wie immer das so in Teamarbeit ist, es sind drei Leute da, toll, ein anderer macht, ja, hat aber keiner gemacht, weil ja noch zwei andere da waren, die sich auch kümmern konnten. Also das ist eine Stelle, wo ich sagen muss, da haben wir lange Zeit geschludert. Was ich ansonsten noch so getan habe, ich war natürlich sehr viel im Bundestagswahlkampf tätig, unter anderem eben auch für die AG Event, was nicht unbedingt zur Vorstandsarbeit gehört. Danke. Ich habe zusammen mit Kevin im Regionalverband Ostfriesland, also hier, die Aufstellungsversammlungen mitgemacht. Ich habe zwischenzeitlich den Kreisverband Diepholz ein wenig unter die Fittiche genommen, als der handlungsunfähig war, der Vorstand. Und ansonsten immer da gewesen, wo es ein bisschen brannte. Aber das waren so die wesentlichen Tätigkeiten meinerseits. Danke.
Ja, im Grunde genommen habe ich wenig hinzuzufügen. Ich kann mich aber Jan anschließen, denn ich war einer der eben gerade erwähnten zwei anderen, die sich in unserer konstituierenden Sitzung für die Öffentlichkeitsarbeit bereit erklärt hatten. Wie Jan schon gesagt hat, so war es auch bei mir, ich habe es einfach verpennt. Es gab insgesamt in der ganzen Amtszeit sehr viele kleine Sachen, die ich im Voraus total unterschätzt habe. Man hat irgendwie immer etwas zu tun, aber große Sprünge schafft man irgendwie nicht. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr und bei dem jetzt zu wählenden Vorstand es hinbekommen, dass sich der Vorstand gleich zu Anfang eine GO gibt, die klar ist, um solche Sachen zukünftig zu verhindern und von vornherein irgendwie eine gewisse Transparenz herzustellen und auch einen gewissen Rahmen zu geben, wo klar geregelt ist, was wie zu tun ist. Ansonsten, es war immer viel Kleinkram. Ich glaube, ein paar kleine Sachen habe ich auch geschafft. Große Sprünge leider nicht. Und ich hoffe, dass es besser wird. Ich werde dem Vorstand, auch dem jetzt zu wählenden, bei Fragen immer zur Verfügung stehen und Hilfe leisten. Danke. Moin, was habe ich gemacht? Im Prinzip habe ich genau das gemacht, was ich in den letzten Jahren auch gemacht habe. Ich habe mir allerdings für das letzte Jahr eigentlich mehr vorgenommen, als wir tatsächlich geschafft haben. Wir haben am Anfang des Jahres mit meiner zusammen und Michael zusammen die Finanzen nochmal durchgesprochen nach der verlorenen Landtagswahl. Ich denke, das war ein wichtiges Thema. Was ich allerdings feststellen muss, was wir im Landesvorstand leider dieses Jahr nicht geschafft haben, eine vernünftige Arbeitsatmosphäre hinzubekommen. Wir haben uns viel zu viel mit uns selbst beschäftigt. Das habe ich dann gestern nochmal festgestellt, nachdem ich dann nochmal alle Protokolle durchgegangen bin. Ich hoffe, dass der neu zu wählende Vorstand das diesmal besser hinkriegt. Ich schlage dann auch vor, dass der neu zu wählende Vorstand sich tatsächlich mal ein Wochenende, so wie wir das 2010 schon mal gemacht haben, in so eine Vorstandsklausur zurückzieht, damit man sich einfach mal besser kennenlernt, persönlich, um dann Streitereien, die unter Umständen aus Missverständnissen entstehen, gleich aus dem Weg zu gehen. Ansonsten habe ich die Kreisverbände, soweit es geht, betreut. Hauptsächlich war das der Kreisverband Holzminden. Dort hatten wir zwei Kreisparteitage, weil der Vorstand da in Mehrheit zurückgetreten war. Und wir konnten glücklicherweise diesen Kreisverband retten. Bei anderen Kreisverbänden ist das nicht gelungen, weil schlicht und ergreifend keine Basis mehr vor Ort ansprechbar war. Wir müssen mal weitersehen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird mit den Kleinst- und Kleinstkreisverbänden. Das müssen wir mal abwarten. Ja, ansonsten habe ich die Neumitgliederbetreuung gemacht für den Landesverband mitgemacht. Großes Dank an Thomas Ganzko, der da hinten sitzt am Rechner und sich weiter um die Mitglieder kümmert. Das waren hauptsächlich Neuaufnahmen und Umsiedlung in andere Gliederungen. Also wenn jemand meinetwegen in Hildesheim Mitglied sein wollte, dann durfte er das. Das habe ich im weitesten Sinne betreut. Ja, und ansonsten das, was an Kleinkram eben anfällt. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sorgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle total motiviert. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ganz viel Kommunalpolitik-Vernetzung gemacht. Wir haben versucht, die Mandatsträger unter einen Hut zu bekommen, dass da ein Austausch stattfindet. Das hat teilweise geklappt. Wir haben noch ein bisschen dran rumgeschraubt, die Regelmäßigkeit geändert und hoffen, dass das auch weiterhin bestehen bleibt. Ich werde mich dafür einsetzen, werde das auch ohne Vorstandsamt weitermachen, weil mir der Punkt sehr wichtig ist. Was ich noch erwähnen möchte, dass ich persönlich versucht habe, alle Marina-Termine genauso wie alle Vorstandstermine, also Vorstandssitzungstermine wahrzunehmen, weil ich die als sehr wichtig erachte, weil das einfach immer der Punkt ist, wo man mit der Basis, mit den einzelnen Gliederungen kommuniziert. Würde ich auch jedem Vorstandsmitglied anregen, da zu sehen, dass man diese Termine auch wahrnimmt. Das ist nicht allzu viel, kann man also schaffen. Ansonsten waren viele, viele Sachen, wo sich keiner für zuständig gefühlt hat oder Sachen, die nicht richtig zugeordnet waren. Ich habe in Hildesheim nochmal mich um den Ausweisdrucker gekümmert. Das haben wir schön geregelt, bin ich ganz froh drüber. Ich habe versucht, die anderen zu motivieren, indem ich gesagt habe, hier Leute, Tickets sind offen, müssen bearbeitet werden. Versucht anzuregen, dass wir auch uns reflektieren, immer wieder sagen, was haben wir uns vorgenommen, gerade bei den Live-Treffen und geguckt haben, was haben wir geschafft, wo hakt es. Also auch innerhalb des Vorstands ständig versucht, da ein bisschen den Anschub zu geben, dass einfach bestimmte Sachen nicht auf dem Weg bleiben.
Sonst hat Kevin ja schon viel gesagt. Ich möchte mich bei meinem Vorstandskollegen bedanken. Ich fand die Arbeit auch sehr positiv. Natürlich gibt es immer wieder zwei, drei Sachen, die nicht so rund laufen. Aber im Groben und Ganzen, finde ich, haben wir das auch gut hingekriegt. Das war's. Danke. Einige von euch wundern sich jetzt vielleicht, warum ich auch noch hier stehe, weil ich ja schon vor ein paar Monaten zurückgetreten bin. Aber natürlich habt ihr trotzdem das Recht zu erfahren, was ich in der Zeit, in der ich im LAFO war, so getrieben habe. Und ich müsste ja auch von euch noch entlastet werden. Ich versuch's mal, diesen Bogen erst das Negative, dann das Positive so rumzuziehen und fange damit an, was ich gerne gemacht hätte, wo ich sehr schade finde, dass es nicht geklappt hat. Aber ich hoffe, das wird irgendwann klappen. Das ist zum Beispiel das, was ich als Infopoint genannt habe, also eine Anlaufstelle, wo jeder Hilfe kriegen kann, der irgendwas organisieren möchte. Ich bin ganz froh, dass sowas jetzt gerade auf Bundesebene angeregt wird. Die SME ist nicht ganz so weit, wie ich es eigentlich gehofft hatte. Also es sind viele Sachen, wo noch viel Arbeit reinkommt. Aber jetzt fange ich mal andersrum an und erzähle, was ich denke, was ich alles gemacht habe und fange wieder mit der SME an. Wir sind da schon wesentlich weiter. Das heißt, wir haben evaluiert, was man mit den vorhandenen Tools machen kann, haben uns selber ein Regelwerk gegeben, wie sollen Delegationen aussehen und so weiter und so fort. Also wir haben doch einiges innerhalb des Jahres geschafft. Was jetzt fehlt, ist halt die konkrete Umsetzung. Dann habe ich im Laufe des Jahres, ja, man kann es eigentlich auch einfach unter piratiges Mandat fassen. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich zur LAFO-Arbeit gehört. Ich habe zwei Großdemonstrationen gegen Überwachung organisiert in Hannover und Frankfurt, habe im Assistenzteam von Katar mitgearbeitet, habe unendlich viel Kleinkram, LAFO-interne Diskussionen, E-Mails, eigentlich irgendwie alles gemacht, was dazugehört, habe mein Bestes gegeben. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich dann irgendwann aufgeben musste. Ging halt nicht mehr anders. Und ja, das war es eigentlich. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie einfach. Keine. Du passt auf, ne? Erst mal eine Vorstandsmitglieder. Dann auch, ja, ja. Und dann Fragen. Hier wird nicht gefragt, bevor wir das. Liebe Piraten, lieber Landesverband Niedersachsen, ähnlich wie Sandra bin ich auch in der Situation, dass ich zurückgetreten bin, allerdings erst vor 4 Wochen. Ich durfte für euch der stellvertretende Landesvorsitzende sein, der 2V, beauftragt mit den GENSEC-Aufgaben. Und das will ich auch gleich vorwegnehmen. Ich habe in Hannover ein Versprechen abgegeben und habe euch gesagt, ich möchte die Mitgliederverwaltung verändern, ich möchte sie verbessern. Und ich kann euch heute sagen, dass dieser Landesverband derzeit die beste Mitgliederverwaltung, Betreuung hat, die er jemals hatte. Das ist ein Fakt. Und an dieser Stelle möchte ich dafür ein großes Dankeschön aussprechen für die Leute, die das umgesetzt haben. Das bin ich ja nicht alleine. Ich habe das Versprechen gemacht, aber umgesetzt haben es viele, viele andere. Bitte seht mir nach, dass ich die nicht namentlich nenne, weil ich genau weiß, dass ich irgendwen vergessen würde. Und das möchte ich gerne nicht. Dankeschön an alle, die das getan haben. Und die das getan haben, die werden das wissen. Arbeit gab es genug. Wir waren uns auch nicht immer einig im Vorstand. Aber ich hatte da eben gerade ein kurzes Seitengespräch schon zu. Unsere Uneinigkeit hat unsere Arbeit aber eigentlich nicht behindert. Das muss man ganz klar sagen. Was man aber auch ganz klar sagen darf, und das mache ich hier heute auch, dass dieser Landesvorstand in vielen Teilen seine Hausaufgaben eben nicht gemacht hat. Es gibt viele, viele Aufgaben, die sind liegen geblieben. Es gibt auch viele, viele Dinge, die einfach nicht vernünftig zeitnah abgearbeitet wurden. Das ist einfach so. Und ich hoffe, dass der nächste Vorstand dieses anders umgesetzt bekommt. Dass wir die Dinge, die wir angreifen wollten, auch tatsächlich angreifen und entsprechend umgesetzt bekommen. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und auch eine ganz klare Positionierung erwarte ich von dem nächsten Landesvorstand, die so fortgeführt wird, wie wir das eigentlich auch schon angesetzt hatten mit unserer Positionierung. Ich hoffe, das funktioniert. Das würde mich sehr, sehr freuen. Mein Rücktritt sollte eigentlich ein Zeichen sein. Ich habe diesen Rücktritt dann auch zu einem Zeitpunkt gewählt, wo ich wusste, dass die Arbeit, die dahinter steckte, nicht gefährdet wird, weil sie durch andere weitergetragen wird. Leider muss ich feststellen, dass dieses Zeichen, was ich damit setzen wollte, natürlich wieder nur die verstanden haben, die eigentlich gar nicht gemeint waren. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Die Leute, die eigentlich dann dieses Zeichen hätten wahrnehmen sollen, die sind entweder drüber weggegangen oder haben es vielleicht gar nicht verstanden. Das ist traurig, aber im Nachgang nicht mehr zu ändern.
Ich persönlich kann auf jeden Fall nur eins sagen. Ich habe meine Aufgaben sehr, sehr gerne für euch wahrgenommen und möchte auch weiterhin meine Tätigkeit in diesem Landesverband fortführen und zur Verfügung stehen, damit wir unseren gemeinsamen Weg entsprechend fortsetzen können. Und ich denke, wir sind auf einem richtigen Wege hier in Niedersachsen. Und ich wäre sehr froh darüber, wenn sich dieser richtige Weg an diesem Wochenende vernünftig rauskristallisiert in vernünftigen Statements, die auch nach außen dringen können und sollen, dass wir hier auch für die Gesamtpartei schon mal langsam ein Zeichen setzen können, wo dann die Reise hingehen wird. Und da sage ich jetzt mal zum Abschluss vielen, vielen Dank an euch alle. Ich bin sozialliberaler Pirat und würde mich wünschen, wenn wir das entsprechend auch umsetzen. Dankeschön. Okay. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich auch Ton. Ja, ich stehe hier unten, weil ich Zahlen präsentieren möchte und ich glaube, das ist auf jeden Fall besser. Wir machen das mit Beamer zusammen. Ich werde jetzt das Jahr 2012 und 2013 vorstellen, weil wir die letzten Male bei 2012... Und jetzt geht es mit dem Mikro sprechen, oder? Also, Meinhard, lass ich mal reden. Dieses Mikro? Dieses? Aha. Aber das läuft nicht. Gut, jetzt hoffe ich, klappt das. Also, ich werde den Finanzbericht von 2012 und 2013 gemeinsam machen, weil wir bei den letzten Malen 2012 nicht im Abschluss hatten. Der Rechenschaftsbericht war noch nicht fertig und wir haben es in den letzten Jahren ja immer so gehandhabt, dass vorläufige Zahlen kommen und dann, wenn der Rechenschaftsbericht durch ist, nochmal die endgültigen Zahlen. 2012 und 2013 werde ich dann am Ende auch nochmal im Vergleich zeigen, weil da, glaube ich, einiges sichtbar wird, was uns möglicherweise sonst nicht so aufgefallen wäre. Fangen wir mal mit 2012 an. Wir haben Mitgliedsbeiträge hier von 36.000 und etwas mehr Euro. Und wir sehen in dem Bild nebenbei, dass das eben auch etwa ein Viertel unserer Einnahmen ausmacht. Wir haben, und das müsste man also nochmal extra lobend erwähnen, wir haben fast 80.000 Euro Spenden bekommen von Mitgliedern und Privatpersonen. Das ist eine tolle Leistung, das ist der höchste Betrag, den wir jemals bekommen haben. Und ja, der hat uns in die Lage versetzt, 2012 auch einen richtig aktiven Wahlkampf zu machen. Und das werden wir nachher sehen, wofür wir das alles ausgegeben haben. Machen wir noch ganz kurz sozusagen einen Blick darauf, dass wir im Jahr 2012 mit einem Überschuss von knapp 60.000 Euro aus dem Jahr 11 gerechnet haben. Also das war ja ein bewusst gesetzter Überschuss. Wir haben ja 2011 extra ein bisschen gespart, damit wir 2012 entsprechend viel Geld haben. Wenn wir jetzt, also merkt euch das Bildchen so ein bisschen. So, jetzt gehen wir in die Ausgaben und da sieht man ganz deutlich, das Dunkelrote ist die allgemeine politische Arbeit und das Grüne ist Wahlkampf. Die Trennung, was allgemeine politische Arbeit und Wahlkampf ist, ist bei der Buchhaltung nicht ganz so einfach. Also ich würde das in einer gewissen Weise auch zusammenrechnen, denn alles, was wir an allgemeiner politischer Arbeit gemacht haben in dem Jahr, war ja letztendlich auch Wahlkampf. Das heißt, wir haben 2/3 des Geldes dafür ausgegeben und das sind etwa 145.000 Euro, aber ein nicht unerheblicher Teil, und das wird für die Zukunft und die Perspektive des Landesverbandes eine nicht unwichtige Rolle spielen, der allgemeine Geschäftsbetrieb, das sind Domains, das ist Telefon, das ist Landesgeschäftsstellen und so weiter,
Das macht auch ungefähr 40.000 Euro aus. Das ist eine Menge Geld. Aber wir brauchen ja eben auch eine gewisse Logistik im Hintergrund, um wirklich aktiv arbeiten zu können. Wenn wir uns also Ausgaben und Einnahmen ansehen von 2012, dann sehen wir, dass wir mit etwas unter 30.000 Euro Überschuss in das Jahr 2013 gegangen sind. Das war gut so. Wir wussten ja, dass wir im Januar entsprechend auch noch mal powern wollen. Das haben wir dann ja auch getan, auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt so war, wie wir uns das alle gewünscht haben. Sind da Fragen zu 2012? Dann würde ich die auch gleich beantworten. Bist du der Letzte, der sich jetzt vorgestellt hat? Ja. Ja, aber es ging jetzt nur um die Finanzen. Ja, ja. Dann kommen jetzt erst die Kassenprüfer und keine Fragen an meine. Nein, es kommt ja jetzt noch 2013. Ach so, ja, gut, okay. Wir machen. Gut, alles klar. Dann machen wir 2013. Jetzt schauen wir uns die Zahlen an. Und ich denke, ihr merkt den Unterschied zu dem Jahr vorher. Ihr habt alle geklatscht bei 80.000 Euro Spenden. Wir haben dieses Mal leider nicht einmal ganz 20.000 Spenden im Jahr 2013 bekommen. Es ist im Übrigen der gesamte Landesvorstand bereits gebucht. Also der Landesvorstand ist mit seiner Buchhaltung durch. Das Einzige, was fehlt, ist die Abstimmung mit den KVs. Die haben leider noch nicht alle vollständig ihre Unterlagen geliefert. Ich bitte alle KV-Schatzis, die hier sind, ganz eindringlich die Sache nicht erst zum letzten Moment, was juristisch möglich wäre, abzuliefern, sondern bitte so schnell wie möglich, damit wir das zu Ende bringen können und dass wir den Rechenschaftsbericht möglichst schnell fertig haben. Aber ihr seht den Unterschied. Nun haben wir das Glück gehabt, dass wir einen großen, großen Batzen Parteienfinanzierung bekommen haben. Das ist hier unter Zuschüsse aus Gliederungen, nämlich fast 60.000 Euro. Und wir können sagen, wir haben etwas mehr Mitgliedsbeiträge als, nämlich knapp 10.000 Euro mehr Mitgliedsbeiträge als im Jahr 2012 bekommen. Ja, also man sieht, glaube ich, immer bei so einer grafischen Darstellung sehr deutlich, wie die Verhältnisse so geworden sind. So, wie sieht es mit den Ausgaben aus? Hier sieht man ganz deutlich, es sind etliche Rechnungen aus dem Jahr 2012, erst 2013 bezahlt worden. Und wir haben gut zwei Drittel oder fast zwei Drittel des Geldes auch für den Wahlkampf ausgegeben und für die allgemeine politische Arbeit. Also das heißt, wir haben fast drei Viertel unseres Geldes dafür ausgegeben und das war ja auch richtig und geplant so. Der laufende Geschäftsbetrieb, wenn ihr die Zahl von 2012 noch im Kopf habt, ist 2013 unwesentlich gesunken. Das heißt, im Prinzip brauchen wir etwas mehr als 30.000 Euro für den laufenden Geschäftsbetrieb eines Jahres. Wenn wir jetzt die Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellen, dann seht ihr, dass wir recht ordentlich gewirtschaftet haben, insofern als ich diese 30.000 Euro, die wir von 2012 auf 13 übertragen haben, auch von 12 auf 13, auch von 13 auf 14 übertragen können. Das heißt, wir haben noch ein gewisses Polster mit rübergenommen in das Jahr 2014, weil wir ja nicht ganz genau wussten zu dem Zeitpunkt Ende des Jahres, wie es aussehen wird mit der Parteienfinanzierung, mit der Umschichtung vom Bund auf die Länder und so weiter. Inzwischen wissen wir das. Wir haben einen großen Abschlag des Landes Niedersachsen bekommen für die Wahl. Für jede Stimme, die wir erreicht haben, haben wir rund 50 Cent bekommen. Das heißt, ungefähr 38.000 Euro haben wir an Parteienfinanzierung vom Land letzte Woche überwiesen bekommen. So. Jetzt einfach nochmal der Vergleich, dass wir das nochmal sehen.
Und ich denke, für die Aussprache und für die Perspektive eines neuen Schatzmeisters wird das ganz wichtig sein, zu sehen, wie sich die Situation verändert hat. Und darauf müssen wir irgendwie reagieren. Denn ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn wir die laufenden Geschäftskosten ins Auge fassen und gleichzeitig schauen, wie viele stimmberechtigte Mitglieder es zurzeit gibt, so müssen wir einfach sagen, wir wären nicht in der Lage, den laufenden Geschäftsbetrieb durch die Mitgliedsbeiträge abzudecken. Und das ist aus meiner Sicht, und das gebe ich dem neuen Schatzmeister einfach mal gerne mit, das ist unbedingt notwendig. Also wir dürfen nicht die Parteienfinanzierungsgelder aus meiner Sicht nutzen, um den laufenden Geschäftsbetrieb der Partei zu finanzieren, sondern sie wirklich dafür zu nutzen, wofür wir sie bekommen haben, nämlich für die allgemeine politische Willensbildung, für die allgemeine politische Arbeit und für Wahlkämpfe. Und ein Satz, wir haben ja Kommunalwahlen jetzt und in der nächsten Zeit in ganz vielen Kommunen und dafür werden wir ganz viel Geld brauchen, weil dort müssen wir einfach sichtbar werden, wenn wir eine Chance haben wollen, das nächste Mal in den Landtag einzuziehen. Gut, soweit. Vielen herzlichen Dank. Und das war mein letzter Finanzbericht, denn ich trete nicht mehr als Schatzmeister an, das wisst ihr. Ich bedanke mich für das Vertrauen in den letzten 4 Jahren. Es hat mir viel Spaß gemacht, es hat auch sehr viel Arbeit gemacht. Und das möchte ich auch meinem Nachfolger mitgeben. Es ist nicht mit wenig Arbeit verbunden, sondern mit viel Arbeit verbunden. Und man muss auch sich die Zeit dafür nehmen, das ordentlich zu machen. Also nochmal herzlichen Dank fürs Vertrauen und ja, ich glaube, wir sehen uns wieder. Danke sehr. Dann hätten wir jetzt gerne die Berichte der Kassenprüfer. Die Fragen kommen danach. Ja, das ist Jan, das ist einer unserer, genau, da kommen unsere Kassenprüfer. Auch die haben geprüft und haben Applaus verdient schon im Vorfeld. Ja, moin. Geht nicht. Doch. Moin. Ja, wir haben am 9.2. in der Geschäftsstelle in Hannover die Kasse geprüft, beziehungsweise die ganzen Buchungsunterlagen des Landesverbands. Soweit das, also wir haben 2 Sachen geprüft. Wir haben also einmal die Kasse geprüft als Barkasse und dann natürlich die Unterlagen, die im Sage drin sind, also in unserem Buchungssystem, sowie die tatsächlich als Papier vorliegenden Belege. Und wir hatten also anwesend halt den Schatzmeister Meinhardt, dann hatten wir Konstanze aus Sachsen-Anhalt, glaube ich, die die Buchung in dem Sage gemacht hat. Und dann war Uwe ja quasi noch als Mitglied der Verwaltung dann für Fragen vor Ort. Geprüft wurde das Haushaltsjahr 2013 und zwar im Detail eben die Kassenführung, den Kassenbestand, die wirtschaftliche Verwendung der Mittel in Stichproben und die Belegnachweise, dass das also sachlich und rechnerisch richtig war. Wir haben 3 Konten geprüft bei der GLS Bank. Das ist einmal ein Girokonto und eins für eine kurz- und eins für eine langfristige Rücklage, sowie eben die Barkasse. Also die Buchhaltung wurde jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr komplett in Sage geführt und entsprechend in dem Haushaltsplan vorgesehenen Konten dann aufgeteilt. Also in dem Bericht sind dann auch die einzelnen Kontenstände drin, die stimmen also in etwa auch überein mit dem, was Meinhardt da eben vorgestellt hat. Die Seilen stimmen nicht ganz überein, weil die Verrechnung mit der Mitgliedsbeiträge mit dem KVs erst nach dem 31.03. abgeschlossen werden kann, weil da eben noch nicht alles vorliegt. Aber das, soweit es eben ersichtlich war, ist das alles nachvollziehbar und entspricht auch den Buchhaltungen in Sage. Die Kontoauszüge waren teilweise unvollständig, aber man konnte trotzdem plausibel den Buchungsinhalt erkennen, eben dadurch, dass wenn da mal ein Kontoauszug fehlte,
eben die Salden am Anfang und Ende wieder übereinstimmen. Das heißt, da fehlte nichts. Beziehungsweise es konnte plausibel auch aus den Einzelbelegen dann nachvollzogen werden. Die Belege waren eindeutig gekennzeichnet und waren dem Kontenplan sachlich zugeordnet und nach Monaten sortiert in den Ordnern. Was? Später Fragen. Für unsere jungen Mitglieder, Fragen bitte erst nach dem Bericht der Kassenprüfer. Die Barkasse wurde das Jahr über ordnungsgemäß und ordentlich geführt, gab also ein Kassenbuch und so weiter. Der Kassenstand wurde am 17.12. einmal und am 9.2. überprüft und entspricht jeweils dem Kassenbuch. Die Barbelege wurden in Stichproben geprüft und es gaben sich da keine Beanstandungen. Die Salden der Buchführung stimmten mit den Bankauszügen überein und die Belege wurden in Stichproben geprüft und in Sage dann aufgesucht und es gaben sich auch da keine Beanstandungen. Die Belege der Buchführung wurden übersichtlich aufbewahrt und es gab auch da keine Beanstandung. Und soweit von unserer Prüfung dann erfasst, lagen für alle Ausgaben, die sich nicht zwangsläufig aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergeben, auch satzungsmäßige Beschlüsse vor. Ja, soweit das von der Prüfung erfasst ist, erfolgten die Ausgaben auch nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprechend dem satzungsmäßig festgelegten Parteizweck. Insofern war insgesamt empfehlen wir der Versammlung die uneingeschränkte Entlastung des Vorstandes. So, jetzt kommt der Frageteil. Ich möchte bitte, dass alle Fragesteller sich zum Mikrofon begeben, in anständiger Reihenfolge sich einreihen und von uns aufgerufen dann ihre Fragen stellen. Meinert, du hast noch eine Frage? Ja, nein, ich würde gerne eine Antwort geben, bevor die Frage kommt. Also ungewöhnlich, aber wir machen das einfach mal, weil ich möchte mal gucken, was dabei rauskommt. Gut, Arne hat gesagt, dass Kontoauszüge fehlten. Ich würde das gerne erklären. Also wir haben zum Teil den ersten Kontoauszug des Jahres elektronisch vorliegen gehabt, aber nicht in Papier. Das liegt daran, dass die an ein Postfach in Hannover gingen und leider nicht bei mir gelandet sind. Und wir haben aber einen entsprechenden Kontoauszug oder eine Kontoauflistung von der GLS angefordert, die dann dem elektronischen entspricht. Und das liegt vor und ist inzwischen auch eingeheftet. Soweit. Geht los. Meine hat eine Frage. Ich konnte das gerade nicht prüfen, weil das Internet bei mir das nicht zuließ. Letztes Jahr war es eine Sucherei, den Bericht, den du gerade vorgestellt hattest, im Internet zu finden. Wärst du diesmal so freundlich, das in den vorgesehenen Strukturen einzubringen, dass man das nachprüfen kann? Mache ich. Also es liegt als PDF vor und wir werden das entsprechend einbinden. Alles klar. Wir haben ja immer das Problem gehabt in der Piratenpartei bundesweit, dass wir bei der Parteienfinanzierung die relative Obergrenze nicht erreicht haben. Meinert, kannst du sagen, wie viel wir in Niedersachsen dazu beigetragen oder nicht beigetragen haben? Ist das schon mal geklärt worden? Das ist jetzt nicht geklärt worden, aber nach einer Mail von Swanhild kann ich sagen, dass noch Luft nach oben insgesamt für den Bund war. Aber wir haben 50 Cent bekommen pro Wahlstimme, das heißt, da wäre auch noch Luft nach oben gewesen. Also das heißt, wir in Niedersachsen haben es auch nicht geschafft, die relative Obergrenze zu erreichen? Das würde ich jetzt so aus dem Stegreif sagen. Genaue Zahlen kann ich dir nicht sagen, aber sonst wäre ja die Parteienfinanzierung 1 Euro gewesen und ist also 50 Cent. Das heißt, wir hätten 160.000 Euro zusammenkriegen müssen für Spenden, dann hätten wir es erreicht gehabt. Weitere Fragen? Ja, dann stell eine Frage. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Gerne. Weitere Fragen auch an andere Vorstandsmitglieder oder an die Kassenprüfer?
Tja, dem scheint wohl nicht so zu sein. Mike, ich kann es nicht weiter im Laufen lassen. Ach, da kommt noch eine Frage. Eine Verständnisfrage, das geht darum, um diese Spenden. Sind dort die Spenden an die Ortsverbände auch mit dabei? Das heißt, wenn wir jetzt was in dem normalen Stammtisch dort gespendet haben, sind die dann wirksam geworden für diese Parteienfinanzierung? Also 2013 ist das ja noch nicht erfolgt, die Abstimmung mit den Kreisverbänden. 2012 ist sie erfolgt. Und da fließt sie auch in die Parteienfinanzierung ein, natürlich. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass die Unterlagen der KV vollständig und schnell zur Verfügung stehen. Oh, ich begrüße Mitglieder des Bundesverbandes. Ja, aber das machen wir jetzt gerade nicht. Mach das Mikro mal bitte aus, wenn es geht, wenn du nicht redest. So, irgendwas stimmt hier immer noch nicht ganz. Aus, komisch. Naja, gibt es sonst noch weitere Fragen? Fragen? Dann würde ich jetzt zur Entlastung des Vorstandes kommen. Spricht irgendetwas dagegen, dass wir das en bloc machen? Da sehe ich auch keine Gegenstimmen. Dann würde ich jetzt die Abstimmung machen. Wir sind dann jetzt in einer Abstimmung. Der Vorstand entlastet werden? Jetzt bitte die Zeichen für Ja. Ja, das ist doch eine ganze Menge. Nein, wer ist dagegen? Enthaltung? Dann ist das einstimmig angenommen und damit ist der Vorstand entlastet. So, dann gehen wir auch direkt weiter zu Top 7, Satzungsänderungen, die den Vorstand betreffen. Ja, ich habe hier noch die Papierform, die updatet sich nicht automatisch immer. Aber zumindest Satzungsänderungen, nur solche, die den Vorstand betreffen. Da hätten wir als erstes Satzungsänderungsantrag Nummer 1, Bearbeitung während Beratung. Ich würde den Antragsteller bitten, diesen dann mal vorzustellen. Lass ich dir sogar jetzt das Mikro und sehr schön. Nehme ich das oder nehme ich das andere? Ich nehme das, ne? Ja, moin allerseits. Ein altbekanntes Bild, ich stehe mal wieder am Rednerpult. Diesmal auch ein bisschen öfter als beim letzten Mal. Das dürfte mehr sicher so Zellecharakter dann entwickeln. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim Punkt. Denn in Celle hatten wir noch die Möglichkeit, Anträge in der Versammlung abzuändern, sodass sie dann mehrheitsfähig geworden sind. Diese Möglichkeit haben wir uns mit der Satzungsänderung in Osnabrück, die verbindlich festgelegt hat, bis wann Änderungen bei Anträgen vorliegen dürfen, genommen. Und das finde ich eigentlich relativ schade. Wir sollten diese Möglichkeit wieder einbringen, denn schließlich sind wir ja auch hier nicht nur, um über Anträge zu diskutieren, sondern sie letztendlich auch abzustimmen und in eine Form zu bringen, wie sie dann tatsächlich mehrheitsfähig werden können. Das ist eigentlich der Inhalt meiner kleinen Satzungsänderung, Antrags, der einfach besagt, dass wir den zusätzlichen Punkt, warte, wo habe ich ihn jetzt genau? Muss ich einmal runter, damit wir den Wortlaut mitkriegen. Dass wir an Punkt 5 einfügen, eine Abänderung der Anträge in der Beratung durch den Antragsteller ist zulässig, wenn die Mehrheit der Versammlung dem zustimmt. Der bisherige Punkt 5, weiteres wird in der Geschäftsordnung geregelt, würde dann zu Punkt 6. Block des Antrags. Fragen zu dem Antrag? Bitte ans Fragen-Mikro. Du hast von Mehrheit gesprochen. Welche Mehrheit? Die einfache Mehrheit. Weitere Fragen? Wir haben schon
Ah, okay, mache ich beim nächsten. Zumindest kommen jetzt keine weiteren Fragen. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung über diesen Satzungsänderungsantrag. Das ist ein Satzungsänderungsantrag, also Zweidrittelmehrheit wäre benötigt, um ihn anzunehmen. Ja, wer ist für diesen Antrag? Dagegen? Dann würde ich sagen, der Antrag ist angenommen. Enthaltung, ja, wir haben zwei Enthaltungen, aber der Antrag ist damit angenommen. Ja. Das erste Mal bei dieser Versammlung. Danke. Gut. Dann kommen wir direkt zum nächsten Satzungsänderungsantrag. Können wir zwischendurch dann einfach mal die Wahlhelfer vorstellen? Machen wir jetzt so. Gut, dann stellen wir jetzt kurz die Wahlhelfer vor. Wahlleitung. Dann kommen bitte mal alle Wahlhelfer nach vorne, damit wir sie kurz vorstellen können. Kommt ruhig mal kurz hier nach vorne, dass euch jeder sehen kann. Reißt nur bitte keine Elektronik oder sowas mit. So, das alles sollen die Wahlhelfer für den heutigen und den morgigen Tag sein. Hat irgendjemand gegen irgendeinen der Wahlhelfer Einwände? Dann sage ich, das sind alles unsere Wahlhelfer. Dankeschön. Und damit kommen wir weiter zu Satzungsänderungsantrag 2. Jugendvertreter der JUPIS. Ich möchte den Antragsteller bitten, den Antrag vorzustellen. Hallo, ich bin jetzt gerade relativ unvorbereitet, weil ich hier noch am Werkeln bin. Die Intention des Antrags ist, von den JUPIS eine Person in den Vorstand mit einzubringen. Ich erkläre ihn kurz. Die JUPIS wählen auf ihrer Mitgliederversammlung jemanden, der wird dann nominiert auf der nächsten LMV einzeln vorgeschlagen sozusagen und damit er in den Vorstand gewählt werden kann. Das Ganze, der Antrag, der ist von den Hamburgern, oder die Hamburger haben dasselbe Modell auch. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Habe ihn dann auch relativ spontan gestellt, weil die Frist relativ kurz vor Ende war. Und als ich den dann mit einigen JUPIS aus Hannover und Ähnlichem diskutiert habe, bin ich dann zu der Ansicht gekommen, dass wir das eigentlich gar nicht benötigen. Weil wir sind nicht die CDU, wir haben nicht, wir bekommen auch junge Leute in den Vorstand, sagen wir es so. Deswegen möchte ich den Antrag zurückziehen. Wenn ihn jemand übernehmen möchte, kann er das gerne tun, aber ich werde ihn nicht mehr stellen. Okay, hiermit wurde der Antrag erst einmal zurückgezogen. Möchte denn jemand übernehmen? Das scheint ein Nein zu sein, damit ist dieser Antrag zurückgezogen. Und wir machen weiter mit Satzungsänderungsantrag 3 und 4, die Amtszeit betreffend. Das sind zwei konkurrierende Anträge. Ich möchte die Antragsteller bitten, die Anträge vorzustellen. Meine Damen und Herren, liebe Piraten, bei den beiden konkurrierenden Anträgen ist es so, dass der eine Antrag nicht fristgerecht eingegangen ist. Das heißt also, der Alternativantrag, der Satzungsänderungsantrag zu den 2 Jahren, ist nicht fristgerecht eingegangen. Und wir müssen uns sowieso erstmal einig darüber werden, ob wir den hier behandeln. Wie werden wir uns einig? Durch Abstimmungen. Das bedeutet, der alternativ eingereichte Satzungsänderungsantrag, kann den eigentlich einer mal, möchten wir den mitbehandeln? Klar können wir das.
Wenn du eine Frage stellen willst zum Verfahren, geh ruhig ans Mikrofon, damit alle was mitkriegen. Also eine Verfahrensfrage. Können wir das machen, obwohl er nicht in der Einladung war? Anträge an die LMV können zu jeder Zeit gestellt werden. Du darfst jetzt auch noch einen Antrag stellen. Wenn Änderungsantrag? Ja. Ja. Steht so in unserer Satzung? Steht so in unserer Satzung zurzeit. Wenn du das nicht möchtest, musst du das ändern. Ja gut. Gut, ich glaub's euch. Der Christian macht das mal hier weiter mit der Abstimmung und so. Gut, dann würden wir jetzt kurz darüber abstimmen, ob wir diesen zweiten Alternativantrag auch bearbeiten wollen. Wer hat das Recht, den vorzustellen? Ist der überhaupt da, der Uwe Bock? Okay, fangen wir so rum an. Ist der Uwe Bock denn anwesend? Das ist doch der 4 Jahre Uwe Bock. Nee, der hat beide Anträge eingebracht. Der 4 Jahre, Moment. Oder? Zur Erklärung kurz. Uwe Bock hat den Antrag eingereicht mit 4 Jahren. Er wollte gerne eine Amtszeit von 4 Jahren haben. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass das Part G vorschreibt, dass mindestens alle 2 Jahre ein neuer Vorstand gewählt werden muss. Oder der alte zumindest bestätigt werden muss. Worauf er dann nicht fristgerecht halt eben einen Alternativantrag zu seinem eigenen Antrag eingereicht hat. Mit 2 Jahren. Beide müsste er jetzt eigentlich hier erstmal vorstellen und begründen. Ist er denn nicht da? Ist Uwe Bock nicht da? So. Doch, er ist da, er bewegt sich. Warum ist er denn noch nicht hier vorne? Ich mach mal. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es natürlich nicht nur für die Versammlungsleitung, sondern für den Ablauf der Versammlung unheimlich förderlich ist, wenn man weiß, dass Anträge behandelt werden, dass man sich auch nach vorne begibt. Vielen Dank. Moin. Ich möchte also den Antrag stellen, dass die Amtszeit der Vorstände verlängert wird auf 2 Jahre. Jetzt endlich. Das war es eigentlich. Und zwar ist die Begründung, dass wir nicht so oft wieder hier uns mit den Vorstandswahlen auseinandersetzen müssen. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir kurz abstimmen, ob wir darüber überhaupt abstimmen wollen. Also möchten wir diesen Alternativantrag auf 2 Jahre auch bearbeiten oder behandeln. Dafür hätte ich jetzt gerne mal ein Ja oder ein Nein. Also erstmal ein Ja. Das ist eine einfache Mehrheit. Wer ist dagegen? Dann würde ich sagen, wir behandeln diesen Alternativantrag auch. Uwe, du hättest eigentlich noch nicht wegrennen sollen, weil jetzt darfst du auch nochmal deinen anderen Antrag vorstellen, weil beide Anträge vorgestellt werden müssen. Nicht nur nicht eigentlich, da kommen auch noch Fragen dazu. An dieser Stelle wieder. Ja, bitte Antrag stellen. Wenn euer Antrag behandelt wird, bleibt vorne. Und das ist auch nicht ganz korrekt, das mit den Fragen müssen wir noch klären. Also den Antrag mit den 4 Jahren, den ziehe ich jetzt offiziell zurück und möchte einen Antrag stellen, dass der Vorstand für 2 Jahre gewählt wird. Gut, möchte den 4-Jahres-Antrag irgendjemand übernehmen? Das muss ich fragen. Gut, das ist ein Nein, damit ist der zurückgezogen. Damit haben wir jetzt noch den Antrag über 2 Jahre. Möchte die Versammlung über diesen Antrag denn diskutieren? Das müssen wir laut GO nämlich auch fragen. Ich hätte jetzt gerne mal ein Handzeichen dafür, wenn ihr darüber diskutieren wollt. Wer möchte darüber diskutieren? Jetzt bitte. Wer möchte nicht darüber diskutieren? Das ist auf jeden Fall die Mehrheit. Dann können wir auch direkt zur Abstimmung kommen über diesen Antrag. Das ist ein Zweidrittelmehrheitsantrag. Wir sind jetzt in der Abstimmung. Wer möchte diesen Antrag auf 2 Jahre die Verlängerung annehmen? Wer ist dagegen? Der Antrag ist abgelehnt. So, das heißt, ich möchte jetzt gerne den Björn Semrau nach vorne bitten, weil jetzt nach der Tagesordnung die Rede von Björn Semrau geplant ist. Björn? Björn? Herr Semrau, bitte zum Mikrofon, jetzt.
Ja, so sind sie, die Bufos. Die haben immer Zeit. Tja, Björn Semrau, unser bundespolitischer Geschäftsführer. Ja, hallo. Ich hatte eigentlich eine kleine, positive, nette, konstruktive Rede vorbereitet. Im Laufe der Woche habe ich gesagt, das lasse ich dann mal. Ich habe das, was ich jetzt sagen möchte, das werde ich ein bisschen aus dem FF machen. Es könnte deswegen ein bisschen flapsiger klingen. Leute, ich bin pissed. Und zwar richtig. Was die Woche gelaufen ist, das war nicht schön, aber ich glaube, es war notwendig. Ich glaube, das, was jetzt in dieser Partei vor sich geht, das müssen wir benutzen. Wir müssen damit umgehen. Die IT hat gestreikt mit der Verwaltung zusammen und ich habe diese Message verstanden. Das ist nicht Erpressung, das ist auch nicht Zensur. Das war eine Botschaft. Wir müssen etwas tun. Wir wissen alle, dass es so nicht weitergeht. Und derzeit, gerade auf Twitter, geht es halt komplett rund, und zwar auf einer sehr hässlichen Art und Weise. Und das dürfen wir nicht länger so hinnehmen und auch nicht so tolerieren, wie wir miteinander umgehen. Das sind wir. Wir waren mal die Netzpartei. Sind wir jetzt zur Twitter-Partei verkommen? Wir müssen zurückkehren zu unserer Identität. Wir dürfen uns das nicht mehr nehmen lassen, was wir eigentlich vorhatten zu tun. Da draußen entsteht ein Überwachungsstaat, der uns wirklich bedroht. In der Ukraine gehen die Leute auf der Straße. Und was machen wir? Wir reden über uns selbst. Das geht so nicht. Wir müssen wirklich zur Politik zurückkehren. Wir haben viele Leute, die arbeiten in dieser Partei, die in den Fraktionen sitzen, die den Fraktionen zuarbeiten, die Anträge schreiben. Die sind aber leise und die leiden darunter, was gerade in dieser Partei vor sich geht. Denen müssen wir helfen. Wir sind auch kein Historienverein. Wir sind keine Historiker, die irgendwie vergangene Ereignisse definieren wollen. Wir sind eine politische Partei, die vorhat, Mandate zu erringen, um die Politik in diesem Land mitzubestimmen. Und gerade wir wollten in die Zukunft denken und nicht in die Vergangenheit hinein. Deswegen, ich möchte, dass wir diese Situation, wie sie jetzt ist, mitnehmen, dass wir den Dialog suchen. Nicht mehr, so geht's weiter, wir machen jetzt einfach so weiter und das wird schon klappen und so. Nein, das hört jetzt auf. Jetzt suchen wir den Dialog, jetzt suchen wir die Entscheidung. Zurück zu unserer Identität, wer wir wirklich sind, zurück zur Politik und fort von diesem ewigen Gebäsche auf Twitter. Wir im Bundesvorstand, wir wissen, das war kein sehr starkes Statement und trotzdem stehen wir dahinter. Es war eine Aktion, die im Dunstkreis der Partei passiert ist, aber es sind Mitglieder der Partei eventuell oder auch nicht beteiligt gewesen. Und solange das nicht klar ist, werden wir diese Personen schützen. Das ist eine Art von Solidarität, die müssen wir miteinander wirklich leben. Wir gehören zusammen, auch wenn diese Personen eventuell problematisch sind, Fehler machen, das kann alles passieren. Aber wir müssen auch zueinander stehen. Dennoch, einige Statements von den LAFOs, Respekt, sehr gut. Das waren starke Statements, danke. Auch das hören wir und auch das sehen wir.
Und wir sind ja auch nicht ganz lernunfähig, hoffen wir. Wir nehmen das auf jeden Fall erstmal mit. So, liebe Leute, wir werden diesen Prozess begleiten. Ich werde auf jeden Fall mich dafür einsetzen, dass wir den Dialog suchen in dieser Situation, dass wir auch den Konflikt suchen, dass wir diesmal klar machen, wohin die Reise gehen soll in Zukunft. Und dann werden wir dieses Jahr Kommunalwahlen haben und eine Europawahl. Aber ich denke, gerade die Kommunalwahlen, wir sind für uns als Struktur, als Partei wichtig. Weil dann haben wir die Chance, diese Partei von unten aufzubauen. Wirklich in Kommunalparlamente Piraten reinzubringen, die lernen, wie die Sache läuft. Wo es dann halt nicht nur um leeres Gebäsche geht, wo es nicht nur um leeres Gelaber geht, wo es nicht nur darum geht, sich einander anzufacken, weil das ist nicht Politik. Politik wird bei den Menschen gemacht, wird in den Parlamenten gemacht, wird auch auf der Straße gemacht, aber mit gezielten und geplanten und gemeinsamen Aktionen. Und hier, dieses Jahr, können wir anfangen, uns wieder darauf einzustellen, wer wir sind und wie wir das auch umsetzen können politisch. Und ich bitte euch alle, diese Aktionen, die diese Woche gelaufen sind, sollten uns zeigen, was hier falsch läuft. Sucht den Dialog, sucht den Konflikt. Wir sind eine wichtige Partei mit wichtigen Zielen und die müssen umgesetzt werden. Das tun wir seit 1,5 Jahren nicht. Lasst uns endlich dahin zurückkehren. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch Aktionen starten können, eventuell Veranstaltungen, wo wir das auch ein bisschen kanalisieren können. Ich würde mich freuen, wenn sich da viele Piraten daran beteiligen können. So, ich bin durch. Ich sage euch viel Erfolg. Ich sage euch, wir sind Piraten. Wir schaffen das. Wir werden gebraucht. Dankeschön. Danke, Björn. So, dann gehen wir jetzt weiter zu, ich vermute mal, es ist dann jetzt Top 7 in der aktualisierten TO, zu dem Positionspapier. Und ich bitte den Antragsteller, das Positionspapier vorzustellen. Ja, der Antragsteller ist der Landesvorstand, der noch amtierende Landesvorstand, deswegen mache ich das. Frage aber, dieser Antrag wurde nicht fristgerecht eingereicht. Haben wir bereits über seine Behandlung abgestimmt? Haben wir bisher noch nicht, dann würde ich das jetzt kurz mal machen. Das stand hier leider mal wieder nicht drauf. Also, der Antrag ist nicht fristgemäß eingereicht. Möchten wir diesen Antrag trotzdem behandeln? Ich hätte gerne ein Zeichen für Ja, jetzt. Dann hätte ich gerne mal die Neins. Die Enthaltungen. Okay, dann ist das bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen angenommen. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. So, die Probleme, die Björn gerade angerissen hat, vielen Dank, Björn, du hast tolle Worte dafür gefunden. Die haben in der letzten Woche ganz besonders viel Sorgen gemacht. Ich bin einer, der sich normalerweise kaum aus der Ruhe bringen lässt. Ich bleibe besonnen. Die Probleme sind jedoch so eskaliert, dass ganz viele Landesverbände und Landesvorstände sich dazu veranlasst fühlten, die Partei wieder in das Licht zu rücken, indem sie sie vor diesen Gates gesehen haben. Und deswegen haben wir ein Statement aus NRW, direkte Raubmord kopiert, aber mit NRW-Erlaubnis. Ich hatte an dem Abend schnell Paki angerufen und er sagte, jo, mach mal. Das ist ein sehr gutes Statement, geschrieben von ein paar Leuten aus NRW, das wir 1:1 übernommen haben. Und der Lieblingsteil dieses Vorstandsstatements war natürlich das Ende. Wir werden bei der nächsten Landesmitgliederversammlung dieses Statement der Versammlung vorlegen. Ihr könnt darüber beschließen, ob ihr das genauso seht wie wir. Und genau das ist jetzt das Positionspapier. Ich nehme mir die Freiheit, das hier einmal noch in der Länge vorzulesen, weil es einfach gut ist. Der Landesverband Niedersachsen betrachtet die Piratenpartei Deutschland im Selbstverständnis und im Gleichklang mit der Bundessatzung und dem Grundsatzprogramm als sozialliberale Partei. Der Landesverband Piratenpartei Niedersachsen
bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Artikels 21.2 Grundgesetz, eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkür herrscht, eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen: die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem das Recht auf der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. Das wäre das Statement, das wir als LMV jetzt beschließen können. Die Wahl liegt bei euch. Vorher können wir dazu noch Fragen oder Argumente hören. Ja, dann kommen wir direkt zu der Frage erstmal in die Versammlung, ob wir denn darüber nochmal Fragen oder irgendwelche Argumente hören wollen. Ich hätte da gerne ein Zeichen für Ja, jetzt. Wer möchte das Ganze nicht weiter diskutieren? Das sind zwar jetzt nicht sehr viele Leute, die sich melden, aber damit hat die Mehrheit eindeutig gesagt, sie möchte nochmal Fragen und Diskussionen dazu. Insofern, wer jetzt Fragen oder Anregungen hat, bitte ans Mikrofon. Hallo, grundsätzlich finde ich sehr gut, auch dass ihr das als Vorstand einbringt und uns nochmal fragt. Ich finde ein Wort in dem Antrag etwas unglücklich. Ich könnte damit leben, aber um hinterher ein großes Geld zu vermeiden, würde ich dieses Volkssouveränität gerne ersetzen durch eine Formulierung wie das Selbstbestimmungsrecht friedlicher Völker. Und da wir den Satzungsänderungsantrag gerade angenommen hätten, könnte man das sicher noch machen. Ja, okay, also Versammlungsleiter, nimmst du den Alternativantrag an? Ich werde das jetzt mal ganz kurz hier noch durchprüfen, aber diskutiert dann bitte doch erstmal kurz schon mal weiter. Ich check das mal ganz schnell. Ah, Volkssouveränität, da ist die. Und durch was wolltest du es ersetzen? Selbstbestimmungsrecht oder Selbstbestimmungsrecht friedlicher Völker. Sekunde. Gut, weitere Fragen und Anmerkungen erstmal dazu. Das Ganze werden wir dann gleich nochmal als Alternativantrag dann abstimmen müssen gegeneinander zu dem Positionspapier. So. Ja, natürlich im Wortlaut unterstütze ich das. Ich habe nur ein Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Begriff. Die wird von den Gegnern vieler politischer Aktivitäten auch gerne herangezogen, um deutlich zu machen, dass man sich konformer verhalten sollte. Deshalb finde ich diesen Begriff hier an der Stelle nicht besonders gut, obwohl du ja nachher ausführst, was du damit meinst. FDGO ist leider nirgends festgelegt worden, sondern wird meistens von den Verwaltungsorganen oder den Exekutivorganen benutzt, um freie Meinungsäußerung gegebenenfalls auch mal einzuschränken. Deshalb wäre ich glücklicher, wenn wir mehr sagen, was wir meinen und weniger solche Begriffe benutzen würden. Jetzt nicht. Ja, vielen Dank. Dazu möchte ich, das möchte ich gerne beantworten. Und zwar. Ja, kann er gleich. Also, das passiert nicht normal. Wenn ich eine Frage stelle, dann stelle ich die sofort. Dafür habt ihr mich gewählt. Okay. Kann die Versammlung jetzt bitte weitermachen? Sag mal, willst du mich jetzt irgendwie. Ich beantworte meine Frage. Stell sie. Nimmst du den als Alternativantrag an oder als Änderungsantrag für deinen? Als Alternative. Siehst du, das war alles. Weil der war ja schon vom Vorstand beschlossen. So zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es mag sein, dass Leute versuchen, dieses Wort zu missbrauchen, aber es ist eigentlich sehr klar geregelt. Jeder Mensch, der als Beamter oder als Soldat oder Ähnliches irgendwie für Bund oder Land oder Gemeinde arbeitet, der muss schwören, diese zu verteidigen. Damit ist gemeint, dass es darum geht, dass nicht das Staatswesen zerstört wird, sondern dass der Staat, so wie das Grundgesetz ihn vorsieht, erhalten bleibt. Damit würde man sich von Dingen wie Anarchismus
und sonstigen umstürzlerischen Versuchen halt distanzieren. Und die Bedeutung des Wortes würde ich hier, da sie gut erklärt ist, oder da sie auch noch weiter ausgeführt ist, würde ich dieses Wort einfach genauso stehen lassen. Die nächste Frage, bitte. Ja, ich stehe etwas ratlos vor diesem Antrag. Dieser Antrag ist für mich eine Aneinanderreihung von Selbstverständlichkeiten, von Dingen, die eigentlich lange geklärt sind und von Dingen, für die ich ganz grundsätzlich davon ausgehen würde, dass wir natürlich dafür stehen. Und ich stelle mir die Frage, was für einen Eindruck macht es, dass wir dieses jetzt noch einmal auf diese Weise irgendwie uns verpflichtet fühlen, zu bestätigen, zu befördern, nochmal explizit zu sagen. Ich persönlich halte das für schwierig. Meine Frage deshalb an den Antragsteller, wie siehst du es, wie würdest du diesem Einwand, dass wir uns mit dieser Aneinanderreihung von Beliebigkeiten letztendlich wieder angreifbar machen, wie würdest du dem entgegnen und mich davon überzeugen, dass es trotzdem sinnvoll ist, dem zuzustimmen? Oh ja, ganz einfach. Also zunächst mal halte ich zum Beispiel die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dass wir den Staat nicht zerstören wollen, nicht für eine Beliebigkeit, sondern für eine sehr wesentliche Aussage. Das ist zu dem Thema Beliebigkeiten, also das Wort ist da an der Stelle einfach falsch. Zu dem Thema Selbstverständlichkeiten kann ich sagen, wenn ich diese Zeilen lese und ich sie für richtig halte und ihnen zustimme, dann stimme ich dem Antrag zu. Wenn ich diese Zeilen für fehlerhaft oder falsch halte, dann lehne ich sie ab. Jetzt zu der Frage, wie das wirken würde, dass wir einem Antrag zustimmen, der sowieso Selbstverständlichkeiten enthält. Ich sage, es ist wesentlich besser, wenn wir das tun, als wenn wir ihn ablehnen, denn das würde uns in ein ganz seltsames Licht rücken. So, ganz kurz bitte. Der Antragsteller des Alternativantrages, wäre sehr schön, wenn er den alternativen Text mir noch einmal kurz schriftlich zukommen lassen würde, damit ich den nachher richtig vortragen kann. Dankeschön. Weitere Fragen? Keine direkte Frage, aber ich möchte noch mal auf meinen Vorredner anknüpfen. Ich denke schon, dass wir dieses unterzeichnen sollten, da die Ereignisse der letzten Tage einfach gezeigt haben, dass es eben für manche, sagen wir so, nicht selbstverständlich ist. Und genau aus diesem Grund sollten wir das noch einmal betonen und als Gesamt-Niedersachsen auch kräftig unterstützen. Denn es ist nicht in allen Landesverbänden so, dass es selbstverständlich ist. Ich habe keine Frage, aber ich finde, also der Begriff freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ja tatsächlich einmal ausdrücklich erwähnt, nämlich in Artikel 21, aber da bezieht man sich negativ darauf. Da geht es nämlich darum, dass Parteien, die sich eben nicht dran halten, dass die sozusagen, das finde ich etwas unglücklich. Ich würde einfach nur schreiben, im Sinne des Grundgesetzes. Weil die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist tatsächlich sowas, was immer durchgeht und was ein Verständnis des Grundgesetzes ist. Und ich würde einfach hier nicht den Bezug zu Artikel 21 nehmen, sondern im Sinne des Grundgesetzes. Ja, Frage wäre, ist das ein Alternativantrag oder, weil der hier ist so als Antragsteller vom Vorstand bereits beschlossen, wenn, dann können wir jetzt halt eben nur Alternativanträge noch daneben gestellt. Mach einen Alternativantrag bitte. Kannst du noch mal gerade sagen, worum es geht? In kleinen Augenblick bitte. Erklär noch mal. Es können jetzt nur noch Alternativanträge gestellt werden? Das ist richtig, weil der Landesvorstand beschlossen hat, diesen Antrag genauso wie er da steht, der LMV vorzulegen. Und diesen Beschluss machen wir jetzt nicht rückgängig. Okay. Und deswegen können, wenn aber Änderungswünsche bestehen, halt Alternativen geschaffen werden. Dann hätte ich das gerne auch nochmal schriftlich. Alle Alternativen. Es sind bisher erst nur zwei, soweit ich das mitbekommen habe. Weitere Fragen noch zu der ganzen Anmerkung? Da kommt noch ein bisschen was. Kevin, wir hatten eben, wenn ich mich recht erinnere, beschlossen in einem Antrag, dass wir während einer Debatte auch Anträge, so denn der Antragsteller diese übernimmt, sehr wohl ändern können. Und ich glaube nicht, dass es nicht möglich wäre, wenn ihr als
Landesvorstand, wo ihr doch eh alle hier seid, euch kurz besprechen könntet und überlegen, oder ehemaliger Landesvorstand, um genau zu sein, um doch mal zu überlegen, da ein Wort zu ändern oder eine Passage. Meinst du nicht, dass das möglich wäre? Ja, die Frage... Ein bisschen, kommt, ganz ruhig, ganz locker. Also, ich möchte mal kurz das Wort ergreifen. Kevin möchte diesen Antrag, und im Moment gilt er als Sprachrohr des Ex-LAFOs, möchte ihn nicht ändern. Ich möchte doch, dass das respektiert wird. Das heißt also, wenn er diesen Antrag nicht ändern möchte, dann müsst ihr diesen komplizierten Weg der Alternativanträge gehen. So ist das nun mal. Ich kann jetzt noch mal nachfragen, möchtest du dich vielleicht mit deinen Mitantragstellern kurz besprechen? Oder du hältst das aufrecht, ja? Der Antrag soll nicht geändert werden. Ich möchte Vorstandsbeschlüsse jetzt nicht mehr über den Haufen werfen, sondern umsetzen. Und so. Ich bin für Alternativanträge, das kann gut funktionieren. So, das heißt also, wenn ihr etwas geändert haben wollt, dann bitte Alternativanträge. Wir würden das in diesem Fall so machen, dass wir den schriftlichen Antrag auch nur mit der Änderung erstmal entgegennehmen, so dass ihr nicht den ganzen Text jetzt einmal schreiben müsstet. Anträge. Zieht das noch eigentlich auf? Nee, zu Anträgen nicht. Okay. Moment. Zur Verfahrensweise habe ich die Frage, weil ich nämlich im Prinzip alle Anmerkungen bislang gut fand. Wollen wir vielleicht gucken, dass wir als Versammlung das hinkriegen, einen gemeinsamen Alternativantrag zu formulieren? Das heißt, jede Änderung einzupflegen, dann haben wir einen Antrag, in dem erstmal alle Vorschläge drin sind und dann mal gucken, ob der mehrheitsfähig wird. Das wäre dann nämlich die Aufhebung dieser Komplexität. Nicht, dass wir am Ende 7 Sachen beschließen, sondern irgendwie eine. Zum Verfahren möchte ich gerne nochmal der Versammlung mitteilen, dass ich diese Alternativanträge gleichzeitig als Anträge auf Änderung der Tagesordnung sehe. Sollte ein Antragsteller der Meinung sein, dass das nicht so ist, möchte er sich bitte bei mir melden. Jetzt bitte der nächste Fragesteller. Eine Frage, es ist eine Anmerkung. Also wenn hier kritisiert wird, ein redundanter Bezug zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann möchte ich dazu sagen, dass es in letzter Zeit doch einige Vorkommnisse gab, die daran zweifeln lassen, dass wirklich durchgängig in der Partei ein konsequentes Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung besteht. Und deshalb finde ich das gerade gut, dass das in diesem Antrag genau so drinsteht, um es nochmal ein für alle Mal klarzustellen. Der nächste. Gibt es noch jemanden, der eine Frage hat, eine Verfahrensfrage? Ein Pro oder Contra? Also ich finde es ein bisschen schade, dass vorhin gesagt wurde, dass man diesen Antrag entweder zustimmen muss oder ihn nicht ablehnen könnte, weil es ansonsten ein schlechtes Bild auf die Partei wirft. Ich finde, dieser Antrag ist genau die falsche Art und Weise, damit umzugehen, weil es ist so, dass die Piratenpartei das, was in dem Antrag drinsteht, eh schon intus haben. Und ich verstehe auch nicht, warum man innerhalb der Partei jetzt so viel Raum dafür einnehmen muss. Wir haben andere Themen zu tun. Okay. Möchtest du jetzt was sagen? Sehr gut. Können wir nochmal ganz kurz über das Verfahren reden? Der nächste Fragesteller ist schon auf dem Weg zum Mikro. Du darfst sofort reden. Bitte jetzt. Okay, es sind ja nicht nur Fragen, sondern auch Statements. Prinzipiell, warum dieser Antrag notwendig ist, möchte ich die Gelegenheit auch ergreifen, dazu zwei Worte zu sagen. Ich finde es auch sehr schade, dass der notwendig ist. Wir müssen uns aber auch klar sein, dass wir unter den Piraten Gewalttäter haben. Wir haben Spamblocker, wir haben Leute, die anderen das Mund verbieten, die Twitter-Accounts abschießen und die mit Gewalt drohen, die ganz massiv versuchen, Leute einzuschüchtern. Und das ist der Hintergrund, dass wir leider so eine Selbstverständlichkeit beschließen müssen.
Könnten die beiden Antragsteller der alternativen Anträge bitte noch mal kurz zu uns nach vorne kommen? Wir unterbrechen die Versammlung bis um 11:45. Ihr könnt Mittagspause machen. Phil, du bist ein Antragsteller. Kommst du bitte nach oben mit? Kevin, kannst du auch noch mit hier bleiben oder willst du es einfach...